Wie viele Ebenen machst du? 8 Stück. Das hier ist gerade die 5. Also so wie die jetzt ist, da kommen nochmal quasi doppelt so viele Ebenen dazu. Wir haben aktuell 4, ich baue gerade die 5. Und dann kommen noch 3 weitere. Dann sollte die auch eskalieren. Ja, Guild Randy, ich hab's nicht gesehen bei Wichtiger. Ich hätte es gern gesehen, aber die wird gleich so ausrasten, die Farm. Damit wir einfach gar nicht mehr so lange farmen müssen, bis wir mal einen Eisenbarren oder so kriegen. Level gehen damit auch sehr gut, ja.
Dein Mama, Abend. So. Gut, das sind jetzt bei weitem mehr Trapdoors, als ich kalkuliert hatte, die ich benötige, aber eine Ebene kriegen wir auf jeden Fall noch gemacht. So, jetzt müssen wir einmal hier rinbauen. Perfekt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte passen. Gucken wir mal. Perfekt. So, bauen wir noch eine Ebene hier schnell rein. Das werden wir sehen, Guild Randy. Ich bin sehr gespannt. Man muss dazu sagen, das ist jetzt die 6. Ebene. Ich kann noch 2 weitere machen, aber dann muss ich erstmal gleich Holz holen noch. Ich guck erstmal, wie die 6 abgehen. Und je nachdem holen wir dann nochmal Holz und machen dann noch 2 weitere rein.
Wenn man das mit der Mobfarm ohne Fallschacht vergleicht. Du meinst die heute, als wir hier reingegangen sind, da war. Das war ja wirklich bodenlos, die Mobfarm. Das ist ja kein Vergleich zu dem, was jetzt hier steht. Das ist ja, als wenn wir jetzt hier von einem Twingo auf einen Porsche geupgradet haben, ja? Ich habe auch nicht zu viel versprochen mit dem, dass ich hier richtig reingrinden werde. Oh, ein zu viel abgebaut. Wichtiger will farmen. Hat jemand gerade wichtiger nebenbei seinen Stream offen gehabt? Habt ihr gesehen, ob da Mobs unten sind? Also kütt da was. Nee, jetzt, dass da nichts kütt oder nee, ich hab den Stream nicht offen gehabt. Zu spät geschaut, aber er geht zu anderen. Okay, ja gut, dann kommt gerade nichts, weil ich hier oben dran bin. Kann ich jetzt gerade leider schlecht ändern. Der Umbau ist halt wichtig. Das wird uns jetzt nach hinten hinaus geisteskrank pushen. Er steht an seiner eigenen Farm. Die haben auch noch eine gebaut. Das ist natürlich... Das sollten wir nicht machen. Wir sollten nach Möglichkeit nur diese eine Farm haben, weil dann konzentriert sich der ganze Spawn auf einen Punkt. Deswegen habe ich extra keine eigene gebaut dieses Mal. Nee, das ist diese 4x-Farm. Wie diese 4x-Farm. Wo alle gerade hingehen. Also eine mit 4 Ebenen, oder wie? Im Luftareal steht eine und die hat 4 Ebenen.
Nee, 4 Fallschächte. Ach so, okay, lol. Mit 4 Türmen. Ja, unsere wird effizienter sein. Konfetti, danke schön für den Sub, Mann. Liebe geht raus. Ich danke dir. Ja, die Frage ist halt, ne, wie viel Stockwerke hat die in der Sky-Welt, die Farm? Wenn die nur ein Stockwerk hat und wir haben hier jetzt 6, dann wird das hier wahrscheinlich viel mehr gleich abgehen. Ein, okay. Ja, dann wird unsere gleich wahrscheinlich geisteskrank abgehen. Ich muss noch Trapdoors holen für nochmal 2 Dings. Ich mache jetzt nur den einen zu, dann kann ich hier nachher nochmal hochbauen. Dann weiß ich direkt, bis wohin ich muss. Wir gucken jetzt erstmal, wie die abgeht. Okay, die geht schon gut ab, oder? Was würdet ihr sagen? Also ich baue noch 2 dazu gleich, je nachdem. Wie schnell da... Ich krieg die gar nicht clear.
Nee, kannst du nicht sneaken, siehst du? Wir haben eigentlich immer die Regel, Maxi the King, wenn jemand einen doofen Tipp gibt, wie du jetzt gesehen hast, dann muss der direkt immer für 2 Wochen getimeoutet werden zur Strafe. Damit er lernt, keinen Tipp mehr zu geben, der doof ist, weißt du? Oh, die habe ich jetzt auch wieder ganz dann. Ja, das geht aber schon gut ab. Also schlecht ist die auf gar keinen Fall. Also ich finde die schon sehr effizient. Und wenn man überlegt, wir können jetzt noch 2 Ebenen dazu machen. Guck mal, was da in der Zeit runterkommt. Da kann keiner sagen, dass das wenig ist. So. Zack. Nee, wir haben 6 Ebenen bei der Farm. Und ich will jetzt noch gleich 2 dazu bauen. War mein Plan. Um die noch effizienter zu machen. Wichtiger noch immer da hinten an der Farm, oder ist er jetzt bei uns? Okay, dann tue ich jetzt aber trotzdem erstmal in der Zeit Holz sammeln. Der ist bei der anderen Farm. Okay, dann sammle ich jetzt noch Holz, weil ich baue noch die 2 Ebenen. Die will ich noch hinzimmern. Dann wird die richtig abgehen. Danach kann Wichtiger da richtig, wenn er will, reingrinden. Boah, ist das viel, ey. Power 3 Bogen. Ich glaube, den hebe ich mir mal auf.
So. Derek Hansen. Moin. So wichtig in die Gruppe gegangen. Okay, der ist dauermute. Sonst hätte er in der Zeit, wo ich jetzt hier das Holz erstmal hole, noch ein bisschen farmen können. Wir müssen gucken, dass wir dann Eisenbarren zusammenkriegen und so schnell wie möglich an Dings kommen. Hopper. Damit wir dann so ein richtig schönes System direkt da dran klemmen können. Derek Hansen auf meinem Zweitkanal Variety Time werden die ganzen Streams nach und nach in voller Länge ungeschnitten in verschiedenen Parts hochgeladen. Das heißt also, wenn du Minecraft Elements 2 von Anfang an in voller Länge genießen willst, musst du ab morgen, glaube ich, dann reinschauen. Morgen geht's, glaube ich, schon los mit der ersten Folge. Yo, lass dich nicht stören, ich mache hier ein Geschenk für Joe. Okay. Warte mal, wie viele Falltüren? Das könnte schon fast reichen, ne? Ich glaube, ich brauche immer so um die 12 für in der Mitte. Das heißt, ein bisschen was müssen wir noch holen. Holen wir noch einen kleinen Ticken. So. Nummer 20, 40.
180, das sollte dicke reichen, also. Wichtiger ist hier gerade nicht, ne? Okay, perfekt. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht. Shit, okay, ich muss einen weiter hier rüber. So ein geiles Projekt, Leute. So, dann haben wir jetzt schon den ersten Viertel hier fertig. Den werden wir jetzt noch so machen. Mal schon mal die Falltüren hier nehmen, ne?
Boah, bei uns sind jetzt noch immer 29 Grad. Ich baue die Mobfarm aus, Lupe. Ich habe die Mobfarm komplett gepimpt. Wir hatten ja heute, als wir die gebaut hatten, nur eine einzige Ebene. Jetzt inzwischen bin ich an der 7. Ebene dran. Und die geht schon jetzt geisteskrank ab, die Farm. Ich bin die gerade, also dass sie sehr, sehr, sehr viele Mobs abwirft in kurzer Zeit am Machen. Jo, bis denne, Saftbockwurst. Das Geile ist, das lohnt sich sogar richtig, was ich hier mache. Ich kriege die ganze Zeit Stein, ich sammle XP und ich kriege diese Compressed Cobblestone-Blöcke, womit ich mir dann das Boss-Item holen kann. Dann kann ich mir das Equipment für den Boss machen, ich mache mir Full Iron, tu das komplett voll reparieren und dann kann ich den Boss grinden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und noch eine Linie. Dann haben wir's.
Oh. Ich habe hier sogar einen zu viel. Das heißt, ich muss so machen, ne? Dann passt das. Oha. Oh, das war jetzt aber lucky, ey. Da bin ich, glaube ich, über die Falltür gekommen. Und dann ist er gedroppt, deswegen. Muss ich aufpassen. Nee. Ich war, glaube ich, nicht mehr im Sneak hier. Abbauen, ha? Wie krank sieht das aus, wenn du da runter guckst? Sind halt mehrere Ebenen, die ich jetzt gebaut habe, ne? Es kommt noch eine auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob sich eine 10. Ebene, also 10 Ebenen zum Beispiel lohnen, ne? Weil jemand, also ich glaube Julian war das, meinte vorhin, mehr wie 8 würden sich nicht rentieren. Ich glaube, es gibt auch eine gewisse Maximal-Spawn-Menge an Mobs. Und ich glaube, wenn du zu viele Ebenen baust, dann bringt das nichts mehr, weil du die schon mit den Ebenen erreichst. Das Muster funktioniert auch, ne? Es spawnen keine Spinnen mehr. Also ich habe nicht ein einziges Mal hier mehr so ein Zischen gehört. So, Ebene 8. Vier, fünf, sechs, sieben, acht.
Sehr viele sind in die Ocean-Dimension gegangen. Das ist aber gut für uns. Moin Florian, nein. Ah, guck mal, ich habe 2 Stacks davon und jetzt bin ich schon am 3. Es geht gut voran hier. Vor allen Dingen danach können wir die endlich richtig testen. Dann haben wir die 8 Ebenen drinne und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ne? Ich hoffe, die eskaliert dann richtig. Dankeschön für die Follows übrigens, Leute. So, Moment.
Nee, Florian, hatte ich eben schon gesagt. Hat dir schon gerade, wo du auf YouTube gefragt hast, geantwortet und nein gesagt. So. Moin MC Max. Die nicht aktive. Moin. Alles gut? Sitzheizung, moin! Oh, mein Tag war gut. Wir haben den ganzen Tag jetzt Elements gezockt. Wünsche einen schönen Feierabend. Gleich haben wir's, Leute. Gleich haben wir's. Dann können wir richtig loslegen. Elements ist echt cool, muss sagen, ich kann nicht aufhören zu gucken. Das Ding ist, morgen geht das richtig los, das Projekt. Also das hier ist gerade wie ein Tutorial, was wir spielen. Oder ein Intro. Morgen, wenn der neue Villager freigeschalten wird, dann rastet das richtig, richtig aus. Okay. Das sind noch Steine, die hier rumliegen, aber das ist nicht schlimm. So.
So. Okay, also so wie die jetzt rastet die schon sehr aus. Bei uns gab es heute Gemüsebowl mit Kichererbsennudeln. Junge. Also da kommt so schnell der Stuff, Leute. Das ist wirklich crazy. Oh.
Bro, ich weiß nicht, wie ich die ganzen Sachen aufheben soll. So. Wichtiger wird so ausrasten, wenn er dahin geht, ne? Wie schnell man da jetzt Stuff kriegt, ne? Ist der hier irgendwo am Rumlaufen? Nee, ne? Ist das krank? Oh, die erste Stable-Version von der 1.21 ist da. Der ist bei der anderen Mob-Farm. Ja, sag dem, der soll zu unserer gehen. Sag dem, der ist da tausendmal schneller. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, ne? Wenn ich jetzt den Boss, wenn ich sterbe, dann raste ich komplett aus. Da bin ich so sauer. So. Ja, die Sticks. Ich muss erstmal ein Stuff bisschen verräumen, Leute. Ich habe gerade so viel Zeug hier im Inventar. Bisschen was loswerden. Die tun wir mal hier hin, weil die kann ich einschmelzen. Was mit meiner Musik? Ich glaube, ich muss mal meinen Browser hier Dings neu öffnen, Musik. Hoffentlich crasht hier nichts jetzt, ey. Player? Ah. Eieiei, der lädt schon widescreen-mäßig hier. So. Zack. Okay, alright, klappt. So. Das kommt noch da rein.
Das kommt hier hin. Okay, ich habe zwei Äxte noch jeweils. Ich habe sogar noch einen Heal Potion, den nehme ich schön mit. Das schön in die rechte Hand hier. Bosskampf gerade aktiv. Wer kämpft denn jetzt? Also das mit der Boss-Arena ist nervig, wirklich. Weil man will, ich will den Boss sofort machen jetzt und jetzt muss ich warten, bis da einer, der ewig dran ist, durch ist. Das ist halt echt nervig, ne? Da ist durchgehend immer alles blockiert. Da überlege ich schon fast, ob ich sage, ich mache heute früh Schluss, dann schön schnell duschen, ins Bett und morgen ganz früh raus und dann loslegen. Damit keiner da ist und ich in Ruhe das machen kann, entspannt. Ich habe noch einen Eisenbarren gekriegt, wie geil. Pop, 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 pop. Das kann alles weg. Machen wir mal schöne goldene Boots. Jetzt ziehen die ganze Zeit die Boots wieder an hier. Was ist das jetzt? Warum Server Restart?
Diddlidli. Alter, und die sind genau in dem Moment jetzt gestorben. Spark macht ein Update für den Boss drauf. Kommt man ja eh nicht rein. Ist dauerhaft blockiert. Ich konnte heute zwei, dreimal den Boss insgesamt testen. Ist dauerhaft ist die Arena blockiert. Wir brauchen mehr Arenen. Nee, schaffe ich nicht. Tian ist da ausgelockt. Oh, nice. Arena ist gerade leer. Wenn ich da jetzt hingehe, ich muss jetzt erstmal alles einsortieren, ne? Dann ist es wieder voll. Pass auf. Ich muss mir jetzt erstmal ein Schwert noch schnell wieder craften und so. Jetzt ist Fuchsel drin. Ich sag doch, ist durchgehend blockiert. Kannst du knicken? Das ist giga nervig. Ich sag ja, ich muss in den frühen Morgenstunden. Da muss ich da hingehen. Dann ist niemand da. Den frühen G-Time muss ich machen. Das kann ich wegschmeißen, Lederstuff brauchen wir nicht mehr. Ich bin Full Gold. So, ich tue meine XP erstmal hier einzahlen.
voll. 100 Level, okay. Der mag mich. Ja, ja, genau. Vor meine Augen. Auch G-Time weiß, du kümmer dich nicht. Alles gut. Ich glaube, bevor Basti Zopf versetzt. Ist alles gut, geh nicht zum Boss. Ja, ja, mach mich. Kein Problem. Okay. Lieber Lootbox machen. Junge, diese Boss-Arena, das bricht mich. Die Boss-Arena ist der größte Endgegner. Oh, ich bin reingekommen. Hallo G-Time. Moin. Man kann jetzt einigermaßen Solo machen. Wir haben schon wieder zwei gemacht, eben seit dem Restart. Wow. Ja, ich habe das Gefühl, der wahre Endgegner ist die Arena selbst, weil man kommt hier irgendwie nie rein. Der wahre Endgegner. Klar, wenn belegt ist, halt belegt. Aber das war letztes Jahr nicht anders. Letztes Jahr konnte auch immer nur ein Silberfisch gleichzeitig existieren, weil da werden ja Commands ausgeführt und so. Und das noch zu instanzieren, ist halt ein bisschen annoying. Für ein Projekt mit nur 30 Spielern reicht das vollkommen aus. Warte, wessen ist das jetzt? Ist das meiner? Nee, deiner Space, nee, den, ne? Hab ich gemacht, jo. Komm, G-Time, hau drauf! Rein da! Ey, ich hab eine Goldrüstung, ich will nicht, dass sie kaputt geht! Guck doch mal meine Rüstung an, also du schaffst es. 6 HP hier noch. Ja, guck mal, geht doch chillig. Ja, Wichsen. Ein Stein. Hallo. Spawn noch ein. Hallo, Blitzor. Hallo. Rein da. Blitzor, gar keine Rüstung. Ich bin ein armer Schlucker. Ich sag ja, eigentlich würde ich lieber gerne euch das erledigen lassen. Blitzor, komm her. Wie? Hast du? Hier, ich schenk dir was. Nee. Hier, ein Stick. Oh, sehr gut. Danke. Da kannst du mit dem Knüppel draufhauen. Dankeschön. Alter, der furzt alles voll. Warum macht der so eine riesen Dampfwolke? Der hat sich mir angepasst, sorry. Ja, kann ich bestätigen. Ich war gerade Iftar. Viel gegessen. Alter, der gegessen im Bohnensalat, da wundert mich gar nichts. Gekillt. Nix drin. Schade. Oh, ich hab viel zu viele kämpfen, oder? Wie? Man kann den, wenn man macht den Boss und da kann man schon. Da, da kann nichts drin sein, Spark? Ey, Sekunde, ich bin Abasmo. War kurz müde. Wie? Man kann den Boss machen und dann kriegt man keinen Loot, wenn man Pech hat? Doch, ein Stein. Ja, weil ich leider nicht Loot wie Smarties verteilen kann. Irgendwann ist nichts Besonderes mehr. Also, so wie letztes Jahr auch, es gibt halt einfach Nieten und. Spark! Und es gibt halt gute Items. Ich entziehe dir jegliches Recht, dich nochmal über irgendwelche Wellen zu beschweren. Was? Hab ich mich über Wellen beschwert? Ja, ich meine, wenn irgendwelche Guardian-Wellen oder so zu stark sind. Ich lass für dich extra so einen Silberfisch-Boss einbauen. Ja, hallo, wir sind gerade in einem Boss-Fight. Hier, G-Time, eigentlich müsste ich mich bei dich beschweren. Was ist denn mit diesen verdammten Sniffer-Bossen los? Die sind richtig ekelhaft, die tanken alles weg. Ich hab da schon wieder 2 Wochen am 2200er gesessen. Ja, an dem Boss, den machst du mal solo in einem Tag. Aber so ein Sniffer-Boss, da sitzt du mal 2 Wochen und kommst nicht weiter. Na, das werde ich sehen, ob ich den gleich schaffe. Hallo. Ja, würde ich mal sagen, hier, dass ich hier ein Positiv-Exemplar hier sogar bin mit dem. Lohnt sich nicht mit 64 Level. Der Boss ist schneller tot als eine Welle bei dir dort. So. Warum hast du den nicht abgegeben wenigstens? Du stirbst. Die jucken nicht, die kann ich nicht abgeben. Ich kann es ab 100 XP abgeben. Du kannst das in dieses 1-Million-Ding reinballern. Nein, kann ich nicht. Erst ab 100. Oh. Hab ich probiert, ja. Wieder mein Bett. Ich würde sagen, G-Time darf gleich auch mal einspawnen. Dann wird mit da auch ein bisschen. Ich will auch einspawnen. So, der hat noch ein Drittel Leben übrig. In 15 Sekunden. Ja, wir sind aber echt viele, muss man dazu sagen. Ja, das war nicht mal eine Minute hier. Ja, das ist strong. Wir hauen hier mit 5 Leuten auf einen Silberfisch ein, der die ganze Zeit nur irgendwelche Dämpfe von sich gibt.
Das sind ja 14 G-Time. Atme die Dämpfe nicht ein. Wait, das sind wirklich 14? Okay. Jetzt braucht man noch Geräusche, die ganze so... Also wenn Silberfisch in Real Life so wäre, dann würde ich ausrasten. Ja, Spark, du kannst sie ja aufnehmen quasi und ins Starter Pack einladen, ne? Nee, geht nicht, da brauchst du ein Resource Pack. Es gibt keine Custom Sounds, weil man für ein Resource Pack braucht. Ja? Data Pack, also ich könnte ein bisschen tricksen, nämlich so einen Kisten-Sound pitche und knarzen lasse, dann würde das vielleicht gehen, aber. Ja, genau. Aber ich kann keine Custom-Sounds reinmachen. Ansonsten wird die Villager mit euch reden. Hey, Hugo, herkommen, lesen. Du Knecht. Du Knecht. Dark. Ja. Darf ich auch? Ja, rein da. Darf der Sohnstein irgendwas? Fuchs hat zwei. Ja. Ich würde auch mal. Ja, jetzt kann man die auch gut farmen hier. Ich habe einen schon Low geschenkt, aber der, wenn jetzt noch einer kommt, dann geht der ein bisschen weg. Ehrenlos. Basti hat den Höllenfürsten-Skin. Oh nein. Nee, hat er nicht. Doch, er hat einen Höllenskin. Das hat er letztes Jahr auch gemacht. Hä, der sah aus wie ein Feuerwehrmann. Der hat sich letztes Jahr... Nein, das war der Anzeigen Hauptmeister. Achso. Jetzt letztes Jahr hat er sich selbst als Höllenfürst ernannt und hat meinen Skin reingemacht. Er ist eher eins dieser Feuerwesen aus Fire Force. Kannst du dich relaten? Warte, keine Fire Force gesehen. Ja, geil. Ja, geil, ein Cobblestone. Ja, darf ich jetzt auch ein Spawn? Ja, mach, sorry. Mach. Wo mach ich das? Einfach hier rechtsklick drauf. Nice. Hä? Hey. Du hättest den Tanz machen müssen erst. Was bringt der? Ist es so ein Damage Boot? Ja. Dir das für Skill? Ja. Wir können dir den Tanz gleich mal zeigen. Yeah. Du musst den IAL aber machen. Das ist wichtig. Hey, hey, hey! Nicht die ganze Zeit auf mich. Ich habe keine Rüstung. Unfair. Ich weiß, das ist sehr dumm von dir, aber egal. Ich bin so tot. Danke. Spark, kann das sein, dass diese Dampfwolke Instant Damage ist? Ja. Also, naja, was heißt Instant Damage? Die ist halt Custom. Ja, meine Damage Rüstung ist egal. Also und? Ich krieg jedes Mal ein halbes Herz. Koppel. Oh, ja, nö. Die AOE Damage macht kein Rüstungsschaden. Also zieht keine Durability ab. Nur der Nahkampf vom Silberfisch zieht euch Durability ab. Hey. Auf zu klatschen. Ist das Applaus hier oder wie? Ja. Wie viele Waffen habt ihr eigentlich dabei? Aber es ist doch viel besser als letztes Jahr. Da habt ihr einen Silberfisch gespawnt, einen Stein drauf geschmissen, bis er voll war, ist er geplatzt und war fertig. Viel cooler. Cooler. Oh. Oh oh. Oh. Gut. Zack. Und? Koppel. Oh. Warum beschwört ihr so schnell? Damit er dich schön ist targeten kann. Den habe ich gespawnt. Ich gehe danach raus, Leute. Oder? Ich kämpfe die ganze Zeit mit, ich habe gar nichts davon. Überhaupt nichts. Die Speisen sind Philosophen. Spark, magst du auch? Theoretisch schon. Dann komme ich gleich nochmal zu euch. Da muss ich aber normal reingehen, weil ich bin gerade als Admin sozusagen drin. Okay. Und wenn ich im Admin-Mode bin, dann kann ich mich jetzt nicht hier reinschieben. Dann muss ich ganz normal reinlaufen. Okay. Ja, fair play. Ich bin da streng. Es soll ja keine heißen, dass ich mir spielerische Vorteile verschaffe. Ich gehe jetzt in die Lobby und kann erst rein, wenn ihr fertig ist. Wenn ich mitmachen soll, im Zweifel. Ganz einfach. Ja, okay. So, dann warte ganz kurz. Warte kurz auf mich. Dann. So. Also, das Problem bei dem ist auf jeden Fall, dass der True Damage macht mit seiner Dampfwolke. Also Solo wird der echt schwer. Also selbst mit Goldrüstung kriege ich den, glaube ich, nicht gegengetankt. Also ich glaube, der wird Solo wirklich richtig, richtig schwer.
So, jetzt kann ich schon mal die Rüstung wieder ganz machen. Komplett. So. Zack. Oh, nice, Helm. Da war sogar noch ein Helm. Geil. Schuhe. Junge, wie viele Bögen? Schon wieder so viele Bögen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie viel droppen die denn davon? Die sollen mal lieber Eisenbarren öfters droppen. So. Zack, direkt wieder Schwerter machen hier.
Dann schmeißen wir die erstmal wieder weg, die Bögen. Die ganzen Pfeile, das brauchen wir auch nicht mehr. Das ist schon mittlerweile so viel. So, das Gunpowder, das können wir mal hier sammeln noch. Oh, Bones. Können wir auch mal reintun. Wenn jemand mal braucht, ey, da finden die hier mehr als genug. Das ist wirklich crazy, wie selten ein Eisenbarren droppt, ne? Da hat einer ein Eisenschwert. Ich hab's schon gesehen, das haben die jetzt ein paar Mal gedroppt. Zu viel Stuff hier. Ah, das waren jetzt nicht die Dings, okay. So. Schmeiß jetzt hier den Müll erstmal wieder weg. Junge. Dieses Eisenschwert! Toll. Bravo. Tolles Eisenschwert. Ich danke euch, dass ihr mir ein Eisenschwert mit null Durability gegeben habt. Ein Hit, dann ist es kaputt. Bam. Da ist wieder ein Trank. Nice. So, wait. Das können wir erstmal zusammen craften. Genauso auch die wieder. Das Gute ist, ich habe auch gut Kettengerüstung nochmal rausgekriegt, ne? Zack, zack, zack. Oh, ich habe mittlerweile einen zweiten Eisenbarren. Tun wir mal. Oh, ich habe sogar einen dritten Eisenbarren schon. Oh, das ist ein nettes Eisenschwert.
Ey, jetzt gerade kriege ich aber echt gut Stuff raus, Leute, ne? Zack, 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 zack. Das kann alles weg. Ey, komm, das schmeiß ich auch weg. Watching. Also die Mobfarm hier lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Jetzt haben wir auch noch Kettenschuhe. Schmeiß noch mal kurz die Dinger weg hier. Wir müssen wieder droppen. Zu viel Stuff. Okay, die habe ich schon voll. Eisenbarren. Yo.
Gönn dir, wichtiger. Oh, ist die krass? Sag ja, bitte. Ja, kämpf einfach mal. Okay. Oh, das ist ein Eisengeil. Schade, keine Rüstung gedroppt. Digga, ist so krass, dass sie lägt. Okay, ja. Na, es kann sein, dass das jetzt kurz was dauert, bis sie richtig nachspawnt, weil ihr gerade gekommen seid, weil dann hört die mal auf. Ja, das wird sein, das wird sein, ja. Ja, ich glaube, wenn man alleine steht. Ich will mal, wie es ist. Ich will mal wissen, wie es ist, wenn man alleine steht hier. Machen wir das jetzt? Ich gehe. Aber nee, das sollte doch eigentlich, wenn wir alle auf derselben Stelle sind, das sollte es doch fein sein, oder? Ja, das eigentlich ist das egal dann, wenn wir auf derselben Stelle sind. Boah, Helm. Kommt ja nur drauf an, ob wir in verschiedenen Chunks sind. Ja! Ich hab noch einen Helm, ja! Geil. Hey, okay. Hey! Hä? Das ist aber krass. Du darfst, du darfst nicht sneaken. Wenn du sneakst, dann triggerst du die. Genau, das heißt, Nicht die Augen schauen. Warte, ich place den Block, hab den Place, geil. Ja, Rito ist okay, also jetzt gerade. Also die ist krasser, als sie vorhin war. Ja, auf jeden Fall, das sowieso. Wie viele Ebenen hast du jetzt noch geaddet? Die hat jetzt 8 Ebenen. 8. Ja, die hat insgesamt 8 Ebenen jetzt. Das ist geil. Das ist sehr geil, wirklich. Power, wir brauchen noch so einen Aussortierer, was Müll angeht, weil das despawnt halt hier irgendwann. Ja, ja, da müssen wir halt auf Eisen kommen, ne? Ich habe Eisen. Ja, ich meine jetzt, wenn wir jetzt so ein Hopper-System und so bauen wollen, da brauchen wir sehr viel, ne? Ja, okay, check. Aber stabile Farm. Ja, gefällt mir. Krass. Ich würde jetzt ein bisschen chillen, wenn du es nicht erforst. Ja, kannst ruhig, ich mach gleich Schluss. Wolltest du den Silberfisch heute noch machen? Meinst du jetzt das Item holen, oder? Hier, das könnte dir helfen. Geil, let's go. Dankeschön. Meinst du, bitte? Meine? Ich hab mich ja auch 2 gehabt vorhin. Oha. Ja, tschüss, verarscht. Die hat 4, okay, die geben mehr, ne? Dann zieh ich das natürlich an. Gefällt mir, geil. Protection 2. Ich hole mir jetzt voll Iron hier, sag ich. Ja, dann viel Erfolg, ne? Ich geh mal eben. Dankeschön, gute Arbeit. Ey, Tito, wir hören uns, ja? Ja, kein Problem. Ciao. Geil, bis dann, ciao. Guter Mann. So. Da können die jetzt auf jeden Fall, glaube ich, besser farmen. Kevin! Hä? Kevin, was geht? Moin! Hier, Elements 2 Hype, Wuhu, hier eine Karotte! Ey, danke schön. Ich geb dir auch was. Ein Rotten Flash. Das ist ein fairer Trade, ja. Ja, ja. Und ich geb dir. Ich gebe dir einen mächtigen Bogen. Was? Als ob? Kevin, ich habe noch nicht so viel zu bieten. Ich kann dir, warte mal. Brauchst du einen Lava-Eimer? Nee, behalt ruhig. Passt schon. Wir kriegen von diesen Bögen unendlich. Echt? Ja, unsere Farm ist geisteskrank. Nice. Was baust du? Wo wohnst du? Ich bin hier. Ich bin jetzt momentan erstmal noch eine riesen Höhle am Ausheben hier. Jo. Das Höchste, was man machen kann, ist momentan diese Iron Pickaxe, oder? Ja, genau, diese Element Pickaxe. Ja, genau, diese. Ich kann gerade nichts machen. Mehr kannst du nicht machen, ne. Weil ich bin gerade erst auf den Server gejoint und check mal so ein bisschen die Lage ab. Ja, höher als Element geht nicht. Okay. Was ist das nächste, oder wie schaltet man den nächsten Villager frei? Da brauchen wir jetzt noch irgendwie knapp 1100 von diesem Cobblestone. Hä, das haben wir ja schnell zusammen, oder? Ja, der soll morgen freigeschalten werden, aber erst. Warum? Musst du Spark fragen. Was ist, wenn ich davon jetzt gerade nichts wusste und den einfach freischalte? Ich glaube, wenn du das machst, dann wird Spark sehr, sehr,
Ja, ich betone nochmal, sehr, sehr sauer sein. Ich bin jetzt erst drauf geschaut, ich weiß davon nichts. Von dieser das Regel. Wird nichts daran ändern, dass Sparks sehr, sehr sauer sein wird, wenn du das machst. Außerdem steht ein Schild vor dem Villager. Echt? Ja. Dass ich das nicht machen soll? Ja, da steht, dass man den bitte nicht freischalten soll. Ich guck mir das Schild mal an. Mach das, Bassi. Eigentlich ganz gut, Leute, oder? Was ich erreicht habe. Basti fängt jetzt an, wieder Spark zu nerven. So, okay. Echter Tobi Abend. So, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt fast 22 Uhr. Wir machen jetzt VOD-Action. Ich bin für heute mehr als gut vorangekommen. Für die Leute auf YouTube, das war's mit der ersten Session von Elements. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer gerne Bewertung, Kommentar da. Und nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Wir machen in der nächsten Session weiter und da wird wahrscheinlich dann auch schon der neue Villager kommen. Also, bis zum nächsten Mal.